So, jetzt kommt meine neue Podcast-Folge und die wird live. Ich hole jetzt mal meinen Gast dazu. Dann kann es gleich losgehen. Da ist er. Einladen. So, wie kriege ich dich jetzt? Da bist du. Hat Wunderbar. geklappt, Kerstin. Ja, toll. Dann beginnen wir jetzt mal. Das ist meine Podcast-Folge live. Das habe ich noch nie gemacht. Und nicht nur das, ich war auch noch nie live auf Instagram. Also herzlich willkommen. Wirklich der Wahnsinn. Und mein toller Gast heute ist Alex Osterried. Herzlich willkommen, Alex. Ja, liebe Kerstin, vielen Dank für deine Einladung und auch für deine Spontanität, weil ich habe die Kerstin jetzt gerade so ein bisschen überrannt und sie gefragt, ob sie mit mir hier auf Instagram live gehen möchte. Und ja, die Kerstin hat sich oder die sträubt sich nicht davor, da jetzt hier ins kalte Wasser zu springen. Also sehr, sehr cool, dass es geklappt hat, Kerstin. Danke für deine Spontanität. Sehr gerne, Alex. Das war tatsächlich nicht geplant. Du hast mich gerade gefragt und da habe ich gedacht, hey, warum nicht? Ich mache gerade nur Sachen, die neu für mich sind. Also ja, Absolut. lass uns reingehen. Alex, du bist der Unternehmensathlet. So habe ich dich auf LinkedIn gefunden. Was Sehr bitte ist schön. ein Unternehmensathlet? Sehr, sehr gute Frage, die ich tatsächlich fast täglich bekomme, denn das scheint ein Begriff zu sein, ein Pronomen zu sein, ja, was so ein Stück weit ins Auge sticht. Und vielleicht hole ich da ein bisschen aus. Liebe Kerstin, wie du weißt, ich bin jetzt hier gerade in Thailand und ich bin nicht alleine hier, sondern ich bin gemeinsam mit meinem Geschäftspartner von den Unternehmensathleten, mit dem Michael hier. Und wir haben tatsächlich ein Mentorship gegründet, ein Mentorship aufgebaut, weil wir gesagt haben, der Michi, der viele, viele Erfahrungen aus dem Medienbereich, Kommunikationsbereich mitbringt, über 400 Mitarbeiter auch mal geleitet hat. Wie können wir unsere Kompetenzen zusammenbringen? Ja, Michi aus diesem Bereich, der Medienkommunikations. Ich, wie du weißt, Kerstin, ich komme aus dem Sport, Gesundheitsbereich. Wie können wir diese beiden Kompetenzen zusammenführen? Und daraus sind dann die Unternehmensathleten, ja, entstanden, also im Sinne eines Mentorships. Und vielleicht ergänzend dazu noch, wir verstehen einen Unternehmensathlet als solchen, der ja, unternehmerisch wachsen möchte, aber zeitgleich auch ja, das Thema Gesundheit nicht vernachlässigen möchte oder auch kann. Und ja, dazu haben wir dieses Mentorship ins Leben gerufen und wollen so viele Unternehmensathleten wie möglich dabei begleiten, unternehmerisch und persönlich gesundheitlich zu wachsen. Wundervoll, ja. Und Alex, der Sport und Business, das ist natürlich genau meine Sendung. Das passt ganz genau. Wie ist das Absolut. mit diesen beiden Welten? Also ich weiß, dass die Welten so viel miteinander zu tun haben. Wie verbindest du den Sport und das Business bei dir? Ja, also der Sport ist schon seit meiner Jugend, seit meiner Kindheit natürlich etwas, was sich durch mein Leben zieht. Und ich bin ja heute sehr, sehr dankbar, auch diesen Teil meines Lebens, diesen Sport mit in mein Business zu integrieren. Und da gibt es natürlich unglaublich viele Parallelen, ne? Sport und Business. Du weißt, ich habe auch einen Podcast, wo es genau um diese Themen geht. Und ich durfte wirklich in den letzten 1,5 Jahren schon unglaublich inspirierende Geschichten aus dem Sport und der Wirtschaft eben auch schon aufnehmen und erfahren. Und ich weiß, dass so viele der Leistungssportler, der ehemaligen Leistungssportler, der Weltmeister, der Olympiasieger und so weiter, die heute im Unternehmertum sind, ja, das auch verwirklichen und dementsprechend, ja, es sind unglaublich viele Parallelen da und ich liebe es einfach, Menschen etwas mitzugeben, Menschen oder anders gesagt, wenn ich Menschen dazu bewegen kann, rauszugehen in die Welt, um auch da wieder einen Fußabdruck zu hinterlassen und bestenfalls kombiniert mit dem Sport, dann bin ich am Ende des Tages zufrieden.
Wundervoll, ja. Und die Leistungen, die wir im Leben bringen, die wir im Sport bringen, also es geht immer wieder zusammen. Wie ist das mit diesen Leistungen? Also ich habe ja bei mir das Thema Top-Performance, was immer das jetzt heißt. Wie siehst du dieses ganze Leistungsthema, die Leistungsgesellschaft, die Ansprüche an uns selbst? Ja. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Kerstin. Und ich war auch lange Zeit so auf dem Trichter, sage ich mal, höher, schneller weiterzukommen, bis ich für mich mal gemerkt habe, nee, das ist nicht der richtige Weg. Und genau das möchte ich eben nicht vermitteln, dieses höher, dieses leistungsgetriebene. Leistung ist wichtig, ne? Performance ist wichtig. Ich wollte mich damals oder früher auch immer als den High-Performance-Coach und ähnliches nennen, was sehr, sehr viel auch mit meinem Ego zu tun hatte, sicherlich. Bis ich dann mal auf ein Konzept gestoßen bin, was so diese innere Gelassenheit, die Ruhe mit Performance verbindet. Und ich habe es für mich als Mindful Performance genannt. Was meine ich damit? Mindful Performance ist tatsächlich strategisch an Dinge heranzugehen, wie zum Beispiel ja Gewohnheiten, ja, gesunde Routinen auch zu implementieren, aber genauso auch diese Gelassenheit nie aus den Augen zu verlieren. Verstehst du, was ich damit sagen möchte? Ja, und während du sagtest Mindful Performance, das hört sich ja erstmal wie ein Widerspruch an, aber vielleicht ist es ja genau das, dass wir nur performen können, wenn die Mindfulness, um im Englischen zu bleiben, dabei ist. Ja. Denn Performance heißt aus meiner Sicht eben nicht immer nur höher, schneller, weiter, ausbrennen, kaputt gehen, sondern darf auch heißen, ich leiste etwas, ich meistere mein Leben oder ich helfe anderen, jetzt wir als Coaches, als Berater zum Beispiel. Ja. Die Performance. Ja, definitiv. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Und es wird meiner Meinung nach dieser Begriff Performance immer noch so ein Stück weit in eine Schublade gesteckt, was aber nicht sein muss. Denn wie du ja auch sagst, es geht nicht um höher, schneller, weiter, sondern eben darum, für sich eine effektive Methode zu finden, wie man performen kann oder wie man eben auch Leistung erbringen kann. Ne? Eine Leistung, die eben auch nachhaltig ist. Das ist ja auch immer so ein Thema. Also natürlich kann ich mal aufs Gas drücken, sage ich mal. Ne? Ich befinde mich auch gerade in einem sogenannten 90-Day-Run, also 90 Tage mal wirklich diesen vollen Fokus, volle Energie in diese eine Sache zu stecken. Das geht gut, aber nicht über viele Jahre hinweg. Und genau das meine ich eben auch mit dem Thema Mindful Performance, nachhaltig, überdauernd und auch dadurch eben auch wirksam zu werden und zu sein. Ja. Und auch da haben wir wieder diesen Ausgleich. Also im Sport ist es der Muskel, der sich anspannt und wieder entspannt. Und in unserem Geist eben auch, wenn wir niemals zur Ruhe kommen, niemals runterkommen, es ist immer wieder diese Balance zwischen den zwei Polen. Absolut. Ja. Gezielte Pausen zu setzen, ist in der heutigen, leistungsgetriebenen Gesellschaft unglaublich wichtig. Und da möchte ich das möchte ich vielleicht noch ergänzen, liebe Kerstin, denn was ich so ein bisschen erkennen kann, auch in meinem ehemaligen Umfeld so ein Stück weit, dass viele sich ein bisschen ausruhen auf das Thema Mindfulness. Ja? Was möchte ich damit sagen? Also es braucht sowohl das eine als auch das andere. Weil wenn ich nur jetzt Richtung Mindful und so, innere Ruhe, ich möchte so den Buddha in mir finden, da kommst du auch nicht weit, auch in der heutigen Welt. Sondern du brauchst immer so einen Ausgleich, so eine Symbiose aus beiden Bereichen. Und da gibt's auch wieder ein tolles Buch. Ich muss es immer wieder promoten. Buddha and Badass, vielleicht kennst du es, vielleicht hast du es schon mal gehört. Der Buddha and the Badass von einer meiner Mentoren, Vishen Lakhiani, der eben das so schön zusammengebracht hat, diese zwei Welten miteinander zu verbinden. Ja, auf der einen Seite Ruhe, die innere Gelassenheit zu finden, aber auf der anderen Seite eben auch mit deiner Idee rauszugehen in die Welt, weil du willst ja was bewegen. Und das funktioniert halt nur durch Performance, Leistung in dem Fall.
Ja, ich meine, jetzt baust du ja auch ein Unternehmen auf oder hast es schon aufgebaut mit vielen Ja. Mitarbeitern. Das ist durchaus Performance. Alex, wie findest du da deinen Ausgleich oder überhaupt den Fokus und die Kraft, ein Unternehmen aufzubauen? Auch wieder eine gute Frage. Und dadurch, dass wir gerade, also ich gemeinsam mit meinem Geschäftspartner hier gerade auf Workation sind, also wir traveln um die Welt und arbeiten zeitgleich, fällt es natürlich gar nicht so leicht, immer wieder auch neue Routinen aufzubauen oder zu entwickeln. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Routinen, weil Routinen geben uns eine gewisse Klarheit über die Dinge, die wir tun wollen, wenn wir natürlich auch ein Ziel verfolgen. Und genau das versuche ich oder ja, praktiziere ich eigentlich auch jeden Tag. Also ich habe schon so meinen geregelten Tagesablauf, genauso aber auch meine Routinen. Aber auch mir gelingt es als Unternehmensathlet nicht immer, meine Routinen auch nachzugehen. Ja, das möchte ich auch dazu sagen. Ja, ich versuche in meinen Folgen immer meinen tollen Gästen ein paar Tipps zu entlocken. Jetzt habe ich schon bei Ja. dir gehört, du etablierst Routinen. Das ist auch was, was ich sehr mag, dass man sich an die Dinge, also die Dinge zur Gewohnheit macht. Was hast du denn noch für Tipps, was jemand umsetzen kann, der den Fokus verliert und droht auszubrennen? Ja. Lustigerweise habe ich da oder kommt ja ab Februar, also ab nächster Woche, ein Workbook raus, was ich launchen werde. Genau zum Thema gesunde Gewohnheiten. Wie kannst du gesunde Gewohnheiten etablieren? Zeitgleich auch ja, mit einem positiven Zukunftsblick ja, in die Welt schauen sozusagen. Und ich habe da ein Workbook erstellt, was ja jeden Tag, wo du bestimmte Aufgaben für dich, vielmehr sind es Fragen, die du für dich beantworten kannst, oder auch mal in die Reflexion zu gehen, zu hinterfragen, wo stehst du aktuell und wo möchtest du erstmal hin? Und das ist schon mal die Grundvoraussetzung dafür, um gewisse Routinen ja zu implementieren. Weil wenn du nicht weißt, welchen Weg du einschlagen möchtest, dann bringt dir eine Routine gänzlich wenig, ne? Also das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Und ein weiterer Tipp oder weitere Tipps sind natürlich, ja, einfach auch auf seinen Körper zu hören, auf seinen Geist auch zu hören, auch in die Ruhe zu gehen, mal innezuhalten, ja, und daraus dann aus dieser inneren Stärke, wie ich es immer sage, dann eben auch rausgehen zu können und bestimmte Dinge zu praktizieren. Das muss nicht Meditation sein. Meditation ist für mich auch die Königsklasse, ne, was das Thema Regenerationsmanagement anbelangt. Also viele gehen davon aus, sie müssen jetzt, um in diese Ruhe zu kommen, meditieren lernen. Ne? Meditieren, das ist ein langer Prozess. Das hat für mich lange gedauert. Ich war ja im Schweigekloster. Vielleicht können wir da später auch noch mal kurz drauf eingehen, Kerstin. Aber das reicht schon mal mit einem, ich sag mal, mit einer Atemübung, ne? Mit der du beginnen kannst. Ja, mal 5 bis 10 Minuten einfach mal bewusst zu atmen. Das kann ein Spaziergang sein, den du machen kannst und so weiter und so fort. Also gibt es verschiedenste Möglichkeiten und du kannst für dich oder solltest für dich vielmehr ja schauen, was für dich einfach am besten anpassbar ist. Ja, danke dir für die Anregungen. Das sind alles Dinge, die, ja, wo ich mehr zur Ruhe komme, in die Stille, nach innen gehe. Schweigekloster ist dann sicherlich die fortgeschrittene Variante, aber atmen können wir alle und uns mal kurz bewusst machen, auch mitten Ja. am Arbeitstag, wenn wir merken, es bricht gerade alles wieder über uns herein, dass wir einfach mal tief durchatmen. Und Ja. ja, was hat dich denn zu diesem Schweigeaufenthalt gebracht, Alex? Das werde ich auch immer gefragt. Und letztlich, was viele vielleicht auch gar nicht wissen von mir, stand ich 2019, war das an dem Punkt, wo ich wirklich nicht mehr weiter wusste. Ich wusste, ich war perspektivlos, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Und ich dachte mir, oder für mich war dann so der letzte Ausweg, wirklich mal was ganz was anderes zu tun, was ich davor noch nie gemacht habe. Also ich bin letztlich auch nicht mit einer großen Erwartung in das Kloster gegangen, aber
irgendwie meine Stimme, meine Intuition hat mich eben in dieses Kloster gebracht. Und heute, 3 Jahre später, war es für mich tatsächlich mitunter einer meiner besten Entscheidungen, die ich damals getroffen habe. Und das möchte ich auch mitgeben, weil ich weiß gerade, wie die Situation für viele Menschen da draußen gerade ist. Ne? Also nicht nur das ganze Covid-Thema, sondern eben auch diese Unzufriedenheit oder fast schon die Angst, die zu spüren ist bei den Menschen, wie es eben auch weitergeht. Und da einfach den Mut zu haben, mal Dinge zu tun, die nicht in der Komfortzone liegen, weil durch eine positive Neugier, die du oder die jeder von uns hat, mit dieser positiven Neugier mal rauszugehen, dadurch eröffnen sich dann immer wieder neue Möglichkeiten und das ist so das, was ich mitgeben möchte. Ja, wunderbar, denn was Neues auszuprobieren, bringt uns auf jeden Fall irgendwo hin, meistens nach vorne, meistens weiter. Da fällt mir wieder der Sport natürlich ein. Wir wachsen ja nie, wenn wir nicht irgendwann mal was ausprobieren, einfach mal eine neue Sportart oder eine bessere Leistung zu erbringen, um mal auszutesten, wie fühlt sich das an? Ja? Oder, absolut. Ja, was kann passieren? Also ich bin jetzt zum ersten Mal live auf Instagram mit dir in dieser Folge. Was passiert? Wir haben ein paar Zuschauer, ich werde es online stellen. Ja, es macht mir viel Spaß, dich zu interviewen. Also einfach das, ja, und daraus ergeben sich dann wieder neue Sachen. Ne, beim nächsten Mal habe ich dann vielleicht die Idee, hey, mache ich noch ein Live. Ja. Absolut, ja. Man muss dann auch, oder es klingt vielleicht ein bisschen einfach, ne? Aber dieser erste Schritt, das mal zu tun, weil dadurch erfährst du so viel Neues. Und wenn du scheiterst, was ist das für ein Wort im Endeffekt? Du kannst nicht scheitern, sondern du kannst einfach nur lernen aus den Fehlern. Und das dürfte ich auch für mich kennenlernen, dass die Fehler, das Scheitern oder auch Niederlagen definitiv mit dazugehören, um persönlich auch wachsen zu können. Ja, und einer meiner Mentoren sagte letztens, manche gehen gar nicht zur Startlinie los. Wenn du nicht zur Startlinie losgehst, ja gut, dann passiert gar nichts. Die einzige Möglichkeit, dass etwas passiert, dass du was lernst, du wächst, wie du es gesagt hast, ist überhaupt mal loszugehen. Absolut. Und dann auch den Mut zu haben und sich überraschen zu lassen. Ja. Ja. Du hast dein Workbook angesprochen vorhin. Wo ist denn das zu finden, wenn ihr es habt? Das verlinke ich dann nämlich gerne. Sehr gerne. Es gibt eine ganz, ganz tolle Plattform, würde ich sie nennen. Zwar Fanbase heißt das. Das ist auch ein Startup aus München. Und ich habe da gute Kontakte zu Fanbase gehabt. Und die haben mich auch gefragt, weil ich ja auch jetzt schon seit diesen 3 Jahren, seit ich eigentlich aus dem Schweigekloster raus bin, sehr, sehr viel Content auch produziere, weil ich das natürlich auch nach außen tragen möchte, in die Welt, meine Erfahrungswerte, die ich gemacht habe. Und so ist Fanbase auf mich zugekommen, hat mich gefragt, ja, was ich ihrer Community auch anbieten kann. Und den Link dazu, den wird es geben. Und bei Fanbase gerne mal gucken, auch auf Instagram, LinkedIn sind sie sehr stark vertreten. Da gerne mal reinblicken. Steckt viel Arbeit dahinter oder ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gegeben, dieses Workbook auch zu kreieren. Da fließt natürlich auch meine Arbeit ein Stück weit aus dem Gesundheitsbereich mit ein. Ne? Ich bin ja oder ja, ich war vielmehr Sport- und Physiotherapeut. Viele Coaching-Bereiche kommen damit mit rein, das Workbook und wird sicherlich dem einen oder anderen helfen können. Prima, das geben wir noch on top zu dieser Podcast-Folge. Was nimmst Super. Du heute mit, Alex? Was haben wir unseren Zuschauern als Essenz mitgegeben? Wow, Kerstin, vielleicht stelle ich die Frage an dich. Was hast du vielmehr mitgenommen heute von mir? Ja, was habe ich mitgenommen? Ich merke, dass diese Welten Sport und Business, die beide faszinierend sind, wir absolut gegenseitig lernen können. Ja, das ist das, worüber ich gerne referiere und spreche und schreibe. Wir hatten es von der Performance. Ja, Performance ist nicht unbedingt höher, schneller, weiter, sondern
die Performance ist absolut individuell und wir dürfen schauen, was es für uns bedeutet. Und dabei aber bitte nicht vergessen, auch mal den Gegenpol zu setzen. Ja, ob man jetzt schweigen geht oder zumindest mal ein bisschen, bisschen zur Ruhe kommt. Ja, das darf ich hier auch, das nehme ich für mich mit, mal an unser Gespräch zu denken und mal wieder nach innen zu gehen. Und dieses ständige Hasseln, dieses ständige in Bewegung sein, vielleicht auch mal ruhen lassen. Zu lindern auch, ja. Also komplett ruhen lassen können wir es, glaube ich, nicht. Denn es gehört dazu, auch mal eben Wege zu gehen, die davor noch niemand gemacht hat oder einfach auch Dinge zu tun, die vorher noch nicht praktiziert worden sind. Aber, wie du es schon gesagt hast, einfach diesen Ausgleich zu finden und ja, Mindfulness oder wie man es auch für sich nennen möchte, damit einfließen zu lassen. Ich glaube, unglaublich wichtig, um eben nochmals nachhaltig ja, auf dem Markt bestehen zu können. Ja, und auch da wieder die Parallele. Damit ist es gut zu merken für all diejenigen, die selber auch Sport treiben. Wenn wir immer nur trainieren, immer nur Leistungsspitzen setzen, das geht irgendwann dann nicht mehr gut. Ja, da gibt es kein Muskelwachstum, da gibt es keinen Leistungssprung, sondern ja, eine Verletzungspause. Zumindest durfte ich das ein paar Mal erfahren. Und auch da immer die Balance zu halten. Absolut. Parallele. Liebe Kerstin, erzähl du uns gerne nochmal. Du hast ja jetzt kürzlich den Podcast auch gelauncht. Jetzt gehe ich mal nochmal in die Moderatorenrolle. Das mag ich auch sehr, sehr gerne, natürlich über andere Menschen zu erfahren, insbesondere auch über dich. Du bist eine sehr, sehr spannende Person, die jetzt nicht nur den Podcast gelauncht hat, sondern was ist auch deine Mission, was du gerne den zuschauenden Zuhörern mitgeben möchtest? Oder was ist auch die Intention hinter dem Podcast? Ja, vielen Dank, Alex. Also Sport und Business sind eben die Welten, die ich verbinde und da drin steckt noch so viel mehr. Also ich möchte Menschen an die Startlinie bewegen, was immer die Startlinie für dich individuell bedeutet. Das ist jetzt nicht bei einem Marathon oder das kann es sein, ja, auch gerne können wir über Marathon sprechen, muss es aber gar nicht sein. Und dann ein Stück des Weges begleiten über die individuelle Ziellinie hinaus. Und das herauszufinden über Coaching, das begeistert mich. Zu sehen, dass ich ein bisschen was bewegen kann bei meinen Kunden und zu sagen, schau mal, ich gebe dir mal eine neue Perspektive auf dein Thema, wenn du glaubst, du steckst fest oder du weißt gar nicht so recht, wo du hin möchtest. Das ist das, was mich antreibt und was mich begeistert. Und eben, ja, immer wieder aus dem Sport lerne ich so, so viel. Und das fließt bei mir immer rein. Aber es muss nicht nur der Sport sein. Also es kann durchaus auch im Führungskräftebereich sein, war ich auch länger tätig. Und auch da weiß ich, dass vielleicht ja viele Ambitionen haben und gerade auch jüngere Frauen. Ich meine, das ist natürlich auch eine gute Zielgruppe, weil ich da selber herkomme, die weiterkommen möchten, aber nicht recht wissen, wohin und wie. Ja, du hast ein schönes Schlüsselwort gesagt, Perspektive, wieder eine Perspektive zu bieten, weil nochmals, ja, die Situation lässt gerade sehr zu wünschen übrig und immer mehr hoffentlich finden zu sich selbst und hinterfragen sich eben den eingeschlagenen Weg. Und das gehört auch dazu, da wirklich mal ehrlich zu hinterfragen, ja, ob die Ziele nicht von außen bestimmt worden sind, sondern ob ich die Ziele tatsächlich auch für mich selber mal definiert habe und demnach auch zu gehen. Und ich glaube, Kerstin, da haben wir sicherlich vieles gemeinsam, dass wir da wieder Perspektiven schaffen wollen. Und ob da der Sport dann ein Bestandteil davon sein muss oder nicht, das bleibt mal dahingestellt. Aber ich glaube, es geht viel um Perspektive, um die Zukunft, was man für sich einfach auch erreichen kann, oder? Ja, genau. Und ich mag eben die Perspektive zu ändern. Das hat nichts mit rosaroter Brille oder fernab jeder Realität zu tun. Aber ich erlebe immer wieder, man darf auch mal die Dinge anders betrachten und vielleicht erscheinen die im neuen Licht und gar nicht mehr so negativ oder es ergibt sich eine neue Möglichkeit. Also das ist das, was ich immer wieder feststelle, auch in den Coachings, dass wir als Coaches ja, Menschen bewegen dürfen und dafür bin ich dankbar. Das ist einfach toll. Ja, mit diesem Podcast, das ist mein absolutes Herzensthema, denn ich interview so tolle Menschen wie dich heute, Alex. Vielen Dank dafür. Und danke dir. Ich
einfach Impulse geben und zeigen, ja, es gibt tolle Tipps, es gibt tolle Leute da draußen in dieser ganzen Social Media und so weiter Welt. Und ja, was kann ich von dir lernen? Und das möchte ich eben gerne weitergeben. Schön. Und ja, das macht sehr viel Freude. Und da kann ich dir auch schon ein bisschen was vorwegnehmen, denn ich habe schon die eine oder andere Podcast-Folge ja aufnehmen dürfen mit sehr, sehr inspirierenden Menschen, mit nicht nur Leistungssportlern, sondern eben auch Menschen aus der Wirtschaft. Da kannst du dich auf wirklich etwas freuen, denn es ist immer wieder sehr, sehr spannend auch zu hören, wie unterschiedlich dann auch manche Geschichten sind, ja, und wie unterschiedlich auch das Mindset auch ist. Und ja, da kann so, jetzt bin ich wieder da. Ja, genau, unterschiedliches Mindset. Ja. Genau. Ja, das wird noch sehr spannend. Und es gibt so viel Inspiration und ja, unterschiedliche Gäste inspirieren unterschiedliche Zuhörer. Und solange die Menschen etwas mitnehmen für sich, hat der Podcast schon den Zweck erfüllt. Ja, definitiv. Genau. Lieber Alex, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du mir Danke den Schub gegeben hast fürs erste Live, dass du heute mein Gast bist. Wunderbar. Ich werde das in meinem Podcast online stellen. Ich werde es dann auf Instagram natürlich posten und auf LinkedIn, dass die Leute das auch wiederfinden, was wir hier ganz gesprochen haben und von vorne hören können. Und ich verlinke dann auch deine Kanäle. Da freue ich mich drauf. Und nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung, Kerstin. Mach so weiter. Bleib so, wie du bist, sage ich nicht, weil das würde bedeuten Stillstand. Das wollen wir nicht. Genau. Aber mach genauso weiter. Du bist da auf einem sehr, sehr guten Wege. Und ich freue mich auf all deine kommenden Gäste. Nochmal vielen Dank für die Einladung und für deine Spontanität, hier live zu gehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, es wird der ein oder andere sich auch melden können. Natürlich auch gerne bei mir. Das wirst du ja alles verlinken und da freue ich mich drauf. Und in diesem Sinne, liebe Grüße, guten Abend aus Thailand. Danke, tschüss. Tschüss.